Hallo, lieber Skorpion, und herzlich willkommen zu deinem März 2023 Kartenreading. Schön, dass du da bist. Herzlich willkommen, auch wenn du das erste Mal einschaltest. Ich bin Denise. Die Karten sind schon angemischt. Wir legen gleich los. Wenn dich interessiert, welche Kartendecks ich benutze, du findest sie unten in der Infobox unter diesem Video aufgelistet. Auch alle meine Links, wenn du ein eigenes Kartenreading haben möchtest, dann immer her damit. Auch alle anderen Angebote, die ich so habe, alles hier unten drunter. Du weißt, das ist ein allgemeines Kartenreading. Also bitte nimm es nur an, wenn es mit dir in Resonanz geht. Wenn es nicht passt, dann versuch es nicht passend zu machen. Denk aber auch dran, es gilt für den ganzen Monat. Wenn es zum Anfang des Monats noch nicht passt, das kann auch im Laufe des Monats passend werden. Von daher, lieber Skorpion, guck vielleicht auch im Laufe des Monats nochmal rein, wie du die Botschaften dann nochmal ganz anders verstehst. Und denk auch dran, du hast einen Aszendent und ein Mondzeichen. Also, wenn es dich hier nicht abholt, dann guck auch beim Video für deinen Aszendent, für dein Mondzeichen rein. Vielleicht steckt die Botschaft da ja drin. So, das gesagt, lieber Skorpion. Gucken wir mal, worum es bei dir geht im neuen Monat März 2023 für Skorpion im Sonnenzeichen, Aszendent und oder Mondzeichen, oder auch wenn du dich für jemanden interessierst, der das irgendwo in seinem Chart drin hat, dann bist du hier ganz richtig. So, was haben wir denn für den Skorpion? Na, vom Thema weg, sonst ziehe ich selber eine. Ich warte ja mal gerne, wenn die jetzt rausspringen, dann nehme ich die ja mal gerne, aber die Karten sind auch echt ein bisschen groß für meine Hände. Dann springt es sich nicht immer so leicht. Gucken wir mal. Okay, und dann springen sie alle. Aber die hier redet mit mir. Nehmen wir die. Okay, also, was haben wir für den Skorpion? Es geht um Meditation. Um Rückzug, um Zeit für sich, um Ruhe, um Loslassen, um Ausatmen. Also vielleicht ist das ein guter Monat, in dem du dir jetzt vielleicht, gerade wenn du das Video zum Anfang des Monats schaust, mal deinen Kalender vornimmst und mal guckst, wo du Termine rausstreichen kannst, wo du eben wirklich vielleicht auch Zeit für dich, für einen kleinen Urlaub, für eine Auszeit nehmen kannst oder auch im Laufe des Tages, wo du sagst, nee, ich arbeite nicht die Mittagspause durch, ich mache Mittagspause und ich packe mir da keine Socializing-Termine rein, sondern ich mache wirklich Ruhe für mich. Ich gehe einmal um den Block oder abends oder morgens. Ich gönne mir die Zeit, um wirklich in Ruhe in den Tag zu starten, um Ruhe aus dem Tag rauszugehen. Ein langes Wochenende oder vielleicht sogar eine längere Reise. Also guck mal, ein Wellness-Trip, ja. Schweigekloster, was auch immer, was dir gut tun könnte. Vielleicht war auch die letzte Zeit ziemlich anstrengend gewesen, dass du für dich selber ein bisschen zu kurz gekommen bist. Und das war sehr aufwühlend oder wie auch immer, dass du jetzt einfach sagst, so und jetzt bin ich wieder dran. Jetzt habe ich mich um alles andere gekümmert, jetzt bin ich wieder dran. Wir gucken mal rein, was das Tarot dir dazu noch sagen möchte. Ob es jetzt einfach nur um generell mehr Achtsamkeit in deinem Leben geht oder wirklich um eine Auszeit, die du dir gönnen solltest. Wie ist denn hier der Status quo für den Skorpion? Wir haben die Liebenden. Okay, vielleicht auch eine Liebesreise. Flitterwochen nachholen oder der erste gemeinsame Urlaub. Oder ja, vielleicht kam auch die Liebe zu kurz in der letzten Zeit, weil du sehr viel gearbeitet hast. Zu sagen, ja, jetzt ist Zeit für Liebe dran, für Miteinander, für liebe Menschen, ob das jetzt Partnerschaft ist oder eben einfach generell Zeit mit Freunden, mit der Familie verbringen, kann natürlich auch sein. Aber ich würde schon sagen, guck mal, du den Fokus drehst, kann auch Selbstliebe sein natürlich, ne? Wirklich hin zu Zeit für sich, für das nehmen, was meistens zu kurz kommt, obwohl wir wissen, dass es das Wichtigste in unserem Leben ist, ne? So, was steht denn dem Ganzen im Weg? Ja, irgendwas musste noch unbedingt zu Ende gebracht werden. Irgendwas musste unbedingt erledigt werden und deswegen wurde auch viel ausgeblendet oder ausgesperrt, was ja, nicht Priorität war für den Moment. Aber jetzt kannst du mal gucken, dass du entweder dich selbst oder das, was du ausgesperrt hast, eben jetzt wieder zur Priorität machst. Und guck mal wirklich, dass vielleicht zeigt dein Körper dir auch schon durch irgendwelche Anzeichen, ne, bei mir fängt immer das Auge an zu zucken, wenn ich im Stress bin zum Beispiel, durch irgendwelche Anzeichen, okay, das war jetzt einfach mal ein bisschen viel und jetzt bitte den Fokus wieder shiften, zurück zu dir oder eben zum Thema Miteinander. Weil das, was uns am allerwichtigsten ist, das sollte ja auch gewürdigt werden.
Der Rat der Karten ist, wer hat denn seinen Terminplan in der Hand? Ach, Moment mal, das bist ja du. Wer ist denn Herrscher über den Tagesablauf und darüber, wie das Leben gestaltet wird? Oh mein Gott, das bist ja du. Und wo gibst du es vielleicht auch aus der Hand und wirst mehr so zum Spielball der äußeren Welt, der Bedingungen, das, was an dich herangetragen oder eben an dich gerichtet wird, was ja auch sicherlich sinnvoll ist und zeitweise auch okay ist. Aber hol dir bitte die Herrschaft über deinen eigenen Kalender zurück. Warum ist das so wichtig? Warum ist das aktuell so wichtig? Ja. sich nicht selber total auszubrennen. Ja, jetzt ist alles weit genug strukturiert und sortiert und jetzt kannst du dich um dich selbst kümmern oder eben um das, was dir wirklich am Herzen liegt. Nicht, dass die anderen Sachen dir nicht am Herzen liegen, aber guck, dass du für alle Lebensbereiche Aufmerksamkeit hast. Ne? Also das ist jetzt hier so unser, auch die im klassischen Tarot die Karte des verletzten Kriegers. Guck, dass du mit dem, was du, wo du den Fokus hinrichtest, nicht auch hinten raus was einreißt, weißt du? Jetzt ist es wirklich, geht es wirklich darum, wieder für dich da zu sein, für dich Zeit zu schaufeln und das, was dir eben auch wichtig ist. Vielleicht kennst du auch dieses Rad, dieses Lebensrad, google das mal, da gibt es ganz viele Modelle, kannst du dir mal ausdrucken. Es ist dann so gemalt wie Tortenstücke. Wenn du sagst, so auf einer Skala von 0 Punkte ist ganz klein und kannst du ausmalen, je voller es ist, desto erfüllter ist dieser Lebensbereich, Business, Beruf, Geld, Familie, Liebe, Partnerschaft, Gesundheit, Sport, und was noch alles. Spiritualität ist auch dabei. Also, und mal dir das doch mal aus, wie voll die verschiedenen Anteile sind, um zu sehen, okay, ist es wirklich gleich oder ist der Fokus wirklich auf ein oder zwei Lebensbereiche extrem und das andere kommt einfach zu kurz? Und was zeigt denn dir das gerade aktuell? Und da das Rad rumzureißen und zu sagen, okay, wenn ich mir auf der einen Seite was aufbaue, ich muss aufpassen, dass ich es auf der anderen Seite nicht wieder einreiße. Also guck mal, wo du da die Aufmerksamkeit hinlenken solltest, was da dran ist, weil du dann wieder aus den Vollen schöpfen kannst und mit neuer, voller Kraft vorausgehen kannst. Also ja, tanke auf, tanke wirklich auf. Da haben wir es hier wieder auch mit der Meditationskarte, mit der Rückzugskarte. Ne? Also wie gesagt, du bist jetzt alleine machst. Als Selbstliebeprojekt oder ob du eben sagst, nee, Partnerschaft oder Familie kam zu kurz, da muss ich mich jetzt ein bisschen mehr drum kümmern. Das wirst du selber am besten wissen, wie es gemeint ist mit der liebenden Karte. Okay, die abschließende Botschaft für dich, hier haben wir sie schon, lieber Skorpion. So wie das Licht der Dunkelheit folgt, so folgt der Tag auf die Nacht. Sei geduldig und warte für den richtigen Zeitpunkt, um ein neues Kapitel in deinem Leben zu kreieren. Ja, also vielleicht hast du jetzt gerade irgendein großes Kapitel abgeschlossen, liegt ja auch mit der Weltkarte. Und jetzt nicht gleich das Neue aufschlagen, sondern mal durchschnaufen, bevor es dann weitergeht. Und hab niemals Angst davor, deine eigene Wahrheit auszusprechen, denn die Wahrheit kommt aus einem tiefen Platz deines Herzens oder deiner Seele. Ja, sag doch, verkünde doch. Ich kann nicht mehr. Ich nehme jetzt meine Auszeit. Ich hau jetzt hier mal ein Stoppschild rein. Ich mache jetzt mal anders. Ich brauche das jetzt mal für mich. Und deine innere Weisheit weiß das ja auch. Okay, lieber Skorpion, das war die Märzbotschaft für dich. Ansonsten, wenn du Lust hast, ein bisschen zu verreisen, am 18.03. bin ich in Babenhausen in der Nähe von Frankfurt. Ich verlinke dir das hier auch am Ende des Videos mit rein. Vielleicht hast du Lust, auf einen inspirierenden Tag, auf coole Coaching-Übungen, auf cooles Miteinander. Wir haben kein festes Programm. Es ist Open Day, Open Space. Also wir können auch gleich mal ein bisschen bei dir gucken, ein bisschen ancoachen, ein bisschen quatschen, ein bisschen inspirieren, was aufstellen, Karten legen, wie auch immer. Wird ein cooler, cooler Tag. Also melde dich gerne an. 18.03. Live-Event in Babenhausen. Einen ganzen Tag, Abendevent, Essen, alles mit drin. Nur Anreise und Hotel musst du dann selber tragen, aber ansonsten cooles Buffet, coole Leute, nicht nur ich, auch coole andere Leute und auch toll zum Netzwerken und einfach mal rauskommen. Einfach mal rauskommen. Kannst du noch einen Tag länger im Hotel mit dranhängen? Wir haben auch eine spezielle Rate ausgehandelt, um einfach nochmal so ein bisschen für dich zu sein. Vielleicht ist es ja eine coole Möglichkeit, um mal rauszukommen aus allem. 18.03. Babenhausen. Yay, freue ich mich auf dich. Okay, dann. Ansonsten sage ich danke fürs Einschalten, danke für jedes Gefällt mir, für dein Abonnement von meinem Kanal.
Danke auch, wenn du den Trinkgeld-Link nutzen möchtest, hier unter dem Video mir ein Trinkgeld da lässt, meine Trinkgeldbox klingeln lässt. Über jeden Kommentar freue ich mich. Und ja, vielleicht darf ich auch mal für dich persönlich die Karten legen. Wir schauen mal. Und ich wünsche dir jetzt einfach einen ganz, ganz zauberhaften März, eine gute Auszeit. Achte gut auf dich, tank wieder auf und dann geht's wieder mit voller Fahrt voraus und weiter. Alles Liebe, deine Denise.